mitten in seiner eigenen Berufungsgeschichte, liebe Schwestern und Brüder, schenkt uns der Evangelist und Apostel Matthäus jenes schöne Wort: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Es ist ein Wort, das sozusagen inzwischen seit einiger Zeit in der Kirche Konjunktur hat. Es ist schon fast opiummäßig, wie wir das gebrauchen, dieses Wort von der Barmherzigkeit und von den Kranken. Der Papst spricht von der Kirche als Lazarett. Und er ist nicht der Erste, der das tut, schon die Kirchenväter tun das, schon fast vor 2000 Jahren. Was ist mit diesem Wort gemeint, dass wir es recht verstehen? Ich denke, der Apostel heute hilft uns, es recht zu verstehen, denn er hat erkannt in diesem Moment, da Jesus ihn ruft, und das heißt, ihn meint, ihn, nicht allgemein einen Menschen, sondern ihn, diesen Levi, der da am Zoll sitzt, dieses korrupte Stück Kollaborateur in der damaligen Zeit, um den alle einen Bogen machen. Und der trotzdem beruflich Karriere gemacht hat, den ruft er. Erst durch diesen Ruf und durch die Bereitschaft, Jesu in sein Haus zu kommen, erfährt er sich überhaupt als krank. Wenn man ihm das eine Woche vorher erzählt hätte, hätte er gesagt, was heißt denn hier krank? Ich bin ganz proper. Ich bin richtig gut drauf. Ich verdiene gut. Gut, über die Methoden kommen, das wollen wir jetzt mal nicht genau diskutieren. Wir merken schon an dem, wenn man sich in diese Geschichte hineinkniet, dass wir mit der Rollenverteilung sehr, sehr vorsichtig sein müssen. Denn wenn wir im Namen der Barmherzigkeit sagen, ja, lasst uns an die Ränder gehen, lasst uns überall hingehen, wo die Knusselecken sind, das ist richtig. Aber wir dürfen den Kern des Evangeliums dabei nicht vergessen. Wir müssen den Ruf, der an uns erging, zuerst hören, um dann uns selber zu erkennen, als solche, die der Heilung bedürftig sind, genauso wie der Apostel und Evangelist Matthäus, der erst dadurch ein Heiliger wurde, dass er zuerst schonungslos sich selber als krank und bedürftig erkannt hat. Dass nämlich dieses ganze Propere, was er da vor sich aufgebaut hat und was er anderen so hingeplättert hätte, als wunderbare Leiter seiner Karriere, als das, wie gesund er ist, dass das alles Fassade ist. Und das ergibt die logische Frage heute. Ist unser opiumhaftes Geschwurbel von Barmherzigkeit vielleicht nur Fassade einer Selbstgerechtigkeit, dass wir uns selber für gesund erklären und dann ganz nach außen gehen müssen, in die Knusselecken. Kann es das sein? Kann es sein, dass wir nur die Fassade getauscht haben und genauso selbstgerecht sind wie jene Pharisäer oder Schriftgelehrten, die ihre eigene Bedürftigkeit nicht erkannten? Damals in der Fassade von Gesetz, von Torah, von Tempelordnung, von Auslegung, von allen möglichen Tricks. Wer wollte heute in katholischer oder evangelischer Kirche diesen Schriftgelehrten auch nur einen kleinen Vorwurf machen? Wenn man die exegetischen Kunstgriffe von heute kennt, dann waren das die Pharisäer und Schriftgelehrten Waisenknaben dagegen. Das kann man sagen. Denn eines muss man ihnen zugestehen. Trotz aller Fassadenhaftigkeit haben sie das Wort Gottes ernst genommen. Tun wir das auch? Wir müssen uns vielleicht erinnern an das schöne Wort der Ostkirche, dass sie betet am Weihnachtsabend, am Vorabend, am heiligen Abend von Weihnachten. Wir tun das hier auch, bevor dann in der Vigil der Stammbaum Jesu nach Matthäus erklingt. Ruft die Kirche uns zu, der Arzt will kommen, zeigt ihm eure Wunden. Ja, Matthäus hat sich all diese Umwickelungen, die er sich zurechtgemacht hatte, all das, was ihn aufrecht hielt, wie das manchmal so bei so einer properen Binde ist, das gibt einem Rückgrat, all das hat er abgewickelt in diesem Moment, als Jesus ihn ruft und zeigt sich so, wie er ist, schon halb verfaulend.
innerlich, als Mensch, als Geschöpf Gottes. Er hat diesem Arzt seine Wunden gezeigt. Und nur so konnte er geheilt werden. Und wir dürfen nicht vergessen, dass damit Schmerzen verbunden sind. Ein Arzt, dessen oberste Devise es ist, seinem Patienten nicht weh zu tun. Ich bin im Zweifel, ob er ein hilfreicher Arzt ist. Er mag eine gute Schmerztherapie einleiten, so machen wir das ja heute. Aber wenn er sagt, alles nur nicht wehtun, dem sterben die Patienten alle weg. Der Arzt muss eingreifen können, er muss realistisch sein. Und der Patient, der Kranke, muss realistisch sein, damit ihm geholfen werden kann. Das Fest des Apostels und Evangelisten Matthäus lädt uns ein, realistisch zu werden, liebe Schwestern und Brüder, angesichts unserer eigenen Situation, in was wir uns alles so einbinden lassen, einwickeln lassen, welche Fassade wir haben, um unsere Wunden zu verstecken, wo sie vor sich hin modern, immer größer werden, statt sie dem zu zeigen, der sie allein heilen kann, der uns heute sagt, jedem und jeder persönlich von uns, du brauchst den Arzt, denn nicht die Gesunden brauchen ihn, sondern die Kranken.